Mit der fetten Wumme hier gehen wir jetzt aufs Dach. Okay, wohl doch ohne fette Wumme. Hier komme ich nicht rüber. Hey, hier kann man einfach. Okay, hier kann man einfach rüber. Damit sind wir auf dem Dach. Wir sehen ein Helipad, aber noch keine Schwester. Oh. Hallo, Faith. Jake Knife, aber wie konnte es... Genau diese Einstellung. Genau deshalb konnte ich es. Wessen Handlanger bist du? Sagen wir einfach, ich weiß, wer die großen Fische sind. Callahan. Warum wir? Klassische Kriegsführung. Die Kommunikation unterbrechen, die Boten ausschalten. Ohne Poe und ohne die Runner werden eure Kunden, diejenigen, die die alte Stadt einfach nicht aufgeben wollen, abgeschnitten. Verwundbar. Dann kann sich diese Stadt befreien vom übrigen Dreck. Also ist das nur der Anfang. Ich betrachte es lieber als ein Ende. Doch, du hast wirklich gute Arbeit geleistet, hast all die offenen Fragen beantwortet über Popes Ableben. Deshalb bist du noch am Leben. Du kannst nicht dein ganzes Leben am Rand verbringen. Früher oder später musst du springen, Faith. Ja, tue ich jetzt auch. Und zwar jetzt. Bam. Oh mein Gott, wir stürzen ab. Oh oh. Festhalten, es geht abwärts. Ach du Scheiße. Übrigens auch ein sehr schöner Soundtrack, wie ich finde. Und damit sind wir auch am Ende angekommen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr schaut meine weiteren Let's Plays. Und damit möchte ich jetzt einfach mal nicht weiter in dieses schöne Lied quatschen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und bis zum nächsten Video.
Sicherheitsverstoß zu Stromausfällen in mehreren Systemen geführt hat, die dem Schutz der Öffentlichkeit dienen. Dies führte zu Chaos in der Scherbe und der ganzen übrigen Stadt. Die Verdächtigen sind dieses Mordes angeklagte ehemalige CPS-Beamtin Kate Connors und ihre Schwester Faith Connors. Obwohl das ganze Ausmaß und der Grund für die Stromausfälle noch unklar sind, hat dieser Vorfall viele beunruhigende Fragen aufgeworfen. Welche Rolle spielen beispielsweise die sogenannten Runner bei der Destabilisierung des städtischen Betriebs? Als Reaktion auf den Vorfall wird das Sicherheitsunternehmen Pirandello Kruger die CPS bei der Überwachung der Stadt unterstützen. PK und das Büro des Bürgermeisters empfehlen den Bürgern außerdem, die Kommunikation über Handy und E-Mail aufgrund von Sicherheitslücken so lange einzuschränken, bis zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen greifen. Der Aufenthaltsort der beiden Verdächtigen ist derzeit unbekannt.